Das Motto war, so wie alle in Sophia sind, sind auch alle ins Motto gegangen. Sophia ist ja auch durch Zufall entstanden, weil in dem Einkauf, da war ein Einkaufszentrum geplant und ja, im Keller halt, auch, sollte halt auch irgendwas werden. Irgendwie kam dann die Idee auf, ein Nachtlokal zu machen. Ja, und damit begann es irgendwie mit Mofir. Und dann hat dann tatsächlich das Mofir aufgesperrt. Das war der große Lichtblick in meinem Leben. Wow, eine echte Disco. War super, da war die Wein hat gesungen, also ich kann mich nicht schadier, du ganz am Anfang. Es war der beste Club in Europa damals. In dem Lokal ist ja so viel abgelaufen, wie es normalerweise für 2 Jahrzehnte reicht. Das mit dem Wiener, das war eben ganz witzig, weil der Wiener gleichzeitig mit dem Mofir begonnen hat. Und der Wiener hat auch sehr viel mit dem Mofir zusammengearbeitet. Ich glaube, dass wir den ersten Beitrag überhaupt über Sophia gebracht haben. Der war nicht so lang, was soll ich spalten, wie habe ich geschrieben. Und ich war noch nicht dort, wie ich das geschrieben habe. Aber ich habe meine Informanten getroffen. Also es war nicht immer alles so 1:1 authentisch, aber authentisch. Im ersten Sommer 1980 war Sophia besonders großartig, weil es war die einzige Diskothek der Welt, die Tanzverbot hatte. Aus dem heraus ist vor allem etwas sehr Positives entstanden, also danke sehr den Behörden, entstand quasi das Live-Konzept, das Intensive, weil Live-Konzerte waren erlaubt. Das Problem halt nur immer, Tanzen beim Live-Konzert war nicht erlaubt. Wir haben die Polizei kontrollieren und haben dann immer diskutiert, wo hört das Bewegen auf und wo fängt das Tanzen an. Das wird nicht so einfach. Conny ist der Großmeister der Gesichtskontrolle. Vor seinen Augen zu bestehen oder nicht, darüber wurden sogar schon Wetten abgeschlossen. Das war eben das Spannende und Interessante fürs Publikum. Je strenger die Tür, desto interessanter ist ein Lokal. Ne? Er ist aus einer sehr guten Familie, er hat nie wen beschimpft, nichts, kein Schimpfwort, nichts hört er von ihm. Unglaublich. Also ich würde das nicht überleben, ohne Schimpfwort. An diesen Tagen trifft man hier die interessantesten Leute. Zum Beispiel Modeschöpfer Helmut Lang, die Topmodels Walter Schupfer, Cordula Reyer und Johanna Dichand. Natürlich auch Marianne, die Bardame mit dem spröden Charme und dem berühmten Vater. Das ist die reifste Wahrheit und ich schwöre siebenfach. New York, ich will ein Penthouse haben, direkt und dann. Die Marianne Kohn war die geilste, die urigste, die beste. Die hat sich nichts geschissen. Die hat einfach jeden Gast behandelt. Wenn der irgendwie blöd rüberkam, hat die den angeschnauzt und hat ihm ausgekaut. Und die hat sogar dem Falco mal irgendwie, was weiß ich, Lokalverbot geben wollen oder so. Oder hat sich über den Hansi Lang geärgert, weil er ihr eine Lederjacke gestohlen hat. Also da hat es lustige Geschichten gegeben. Oh ja, mich haben sie damals ausgewählt als grantigste Barfrau Wiens. Genau, ich habe einen Preis damals sogar bekommen. Grantigste Barfrau Wiens. Aber ich habe das beste Trinkgeld immer gemacht. Alle spielen sie hier. Rita Mitsuko und die Godfathers. Heavy-Metal-Rabauken wie Zodiac Mindwalk, Jazzgrößen wie Sun Ra oder die Lounge Lizards. Die neue deutsche Welle ist hier sowieso vollständig vertreten und der englische Underground gibt sich die Türklinke in die Hand. Schließlich kommen auch die ganz Großen. Ein U4-Auftritt macht sich gut in jeder Musikerbiografie. Oft sind dann die Bands oder die Musiker auch ziemlich berühmt geworden. Man denke an Nirvana oder an Sade. Und das war auch nur deswegen, weil der Herr Ossi Schellmann mit seinem DJ nach London geflogen ist, und um zu schauen, was ist für eine neue Musikrichtung, und Platten einkaufen und so weiter.
Und da hat er anscheinend die Chate irgendwo in einem Nachtlokal gesehen und hat sie einfach eingeladen, ob sie nicht nach Wien kommen möchte über Weihnachten. Und ist dann 3 Tage lang aufgetreten. Ein halbes Jahr später wurde sie Weltstar.